Hey zusammen, mein Name ist Ella, falls ihr neu hier seid. Und in diesem Video heißt es wieder früher versus heute. Das heißt, ich werde ein Bild, welches ich vor einigen Jahren gemalt habe, neu interpretieren und neu umsetzen. Und heute geht es um Brian Whittaker. Das Bild habe ich 2016 gemalt, also ein Jahr später als mein Selbstporträt vom letzten Video. Und ja, hier habe ich schon das fertige neue Bild, deswegen ich werde es irgendwie unkenntlich machen, dass ihr das nicht direkt sehen könnt. Und ich zeige euch das alte Bild noch einmal von nahem und dann geht es direkt los. Bis gleich. Wie gesagt, hier einmal das alte Bild im Detail. Es ist von der Herangehensweise ziemlich ähnlich zu meinem Selbstporträt, also wie ich die Farbe aufgetragen habe etc. Wieder mit dieser Spachteltechnik. Und man erkennt auch, ich habe so Metallicfarben verwendet, ziemlich viel im Bronze- und Goldbereich. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall im neuen Bild auch aufgreifen möchte, um da so ein bisschen diesen Bezug zu haben. Und ja, wir schauen, wie es wird. Hier seht ihr dann die Farben, die ich mir zurechtgelegt habe. Diesmal habe ich schon so ein relativ genaues Bild vor Augen. Das ist quasi meine Farbpalette, die ich nutzen möchte. Wie gesagt, diese Bronze-Goldtöne. Im Hintergrund möchte ich so ein bisschen dunkles Blau machen. Ja, und eben die Farben, die ich eben für die Hautfarbe brauche. Hier sind übrigens meine Pinsel. Einige hatten mich gefragt, was ich denn so verwende. Die sind jetzt ein bisschen nass, deswegen sehen die etwas wüst aus. Aber ja, ich benutze die eigentlich seit Jahren dieselben Pinsel. Ist jetzt nichts Besonderes, sind halt so flache Acrylpinsel. Also ist schon was Besonderes, die waren schon relativ teuer. Das würde ich euch auch empfehlen. Bei den Pinseln lohnt es sich auf jeden Fall, etwas Geld hinein zu investieren, weil das einen Riesenunterschied macht. Mit dem Pinsel mache ich dann so Feinheiten, wie so kleine Härchen oder Wimpern. Genau. Und dann geht es auch schon los. Wie immer, meine Skizze habe ich schon angefertigt. Dann habe ich den Hintergrund schon eingefärbt in, wie gesagt, diesem dunklen Blau und eigentlich fast schon schwarz. Und meine Skizze nochmal nachgezeichnet mit der Acrylfarbe. Diesmal bin ich irgendwie allgemein so ein bisschen systematischer rangegangen. Ich glaube allgemein, weil ich halt schon das Bild vor Augen hatte. Hier hat sich meine Kamera wieder verabschiedet, weil ich zu dem Zeitpunkt keine richtige Befestigung hatte. Aber beziehungsweise mein Handy. Ich filme das Ganze ja mit meinem Handy. So, wie gesagt, dann wieder das Gesicht grundieren, Schattierungen einmalen und dann jetzt die Highlights nochmal einmalen. Einmalen, ist das ein Wort? Dann habe ich eigentlich alles grob grundiert. Die Lippen, die Augen lasse ich, das ist so eine Angewohnheit von früher, lasse ich eigentlich bis zum Ende noch frei. In dem Fall kommt jetzt das Licht quasi von oben und von rechts. Also sind die Schultern sehr hell, hier die Wangenknochen extrem hell, an der Nase die rechte Seite, aber wenn man von ihm aus sieht, die linke Seite. Und da habe ich jetzt nochmal über meine Schattierung die Grundfarbe, also den Grundton der Haut drüber gemacht, damit das alles eben sich immer mehr angleicht und immer feiner wird. Dann irgendwann bin ich so an diesen Punkt gekommen, wo ich bei meinem Selbstporträt war, wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt so weitermache, wird mir das Ganze wieder zu sleek, zu glatt, zu clean. Das ist ja das, was ich gerade nicht möchte. Also habe ich angefangen, meinen alten Stil von 2016 da ein bisschen rein zu kombinieren. Das heißt, gröbere Pinselstriche, die Farbverläufe ein bisschen gröber, halt alles nicht so perfekt, so eine perfekte Oberfläche, sondern dass das Ganze einfach künstlerisch interessant wirkt. Und das habe ich da schon mal so ein bisschen angefangen. Dann nochmal die Highlights nachgezogen.
einfach mit Weiß. Und dann die Details an den Augen ein bisschen ausgebessert und halt die Augen schon mal grundiert in der Farbe. Gleich werde ich euch im Video 1:1 dann erzählen, wie ich die Augen, also meine Herangehensweise, wie ich die Augen male, wie ich das Ganze verblende. Und nochmal ein bisschen Wärme ins Gesicht gebracht, ein bisschen wärmere, orange-stichigere Töne, ein bisschen Gold reingebracht. Da an der Schulter seht ihr auch diese Goldtöne, die sieht man auf der Kamera jetzt leider nicht so gut. Da habe ich diese Bronzetöne mit reingebracht, die ich auch auf dem Bild von 2016 sehr extrem hatte. Und das reflektiert dann im Licht natürlich immer sehr schön. Genau, und hier kommt jetzt mein, mein Tutorial quasi, mein kleines. Ich werde euch jetzt mal so ein bisschen erklären, wie ich die Augen male oder gestalte. Bei dem Bild jetzt ist es mir wichtig, dass die aufgrund ihrer Farbe und der Helligkeit herausstechen. Also ich möchte alles drumherum so ein bisschen dunkler halten und von den Farbtönen halt eher wärmer. Und die Augen sollen dann aufgrund der Helligkeit und aufgrund der Farbe einem direkt entgegenspringen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Also ihr seht ja, dass ich die Grundfarbe schon aufgetragen habe. Am Anfang grundiere ich immer erstmal die Skleren in Weiß und die Iris und die Pupille eben ganz grob in den Farben, in denen ich sie möchte. Und dann fange ich jetzt mal hier mit den Skleren an und beginne mit der Schattierung. Ich werde versuchen, es möglichst dunkel zu machen, eben damit die Iris noch mehr raussticht. Aber mal gucken dann am Ende. Ich fange erstmal grob an und dann schauen wir, wo es uns hinführt. Also ich beginne am äußeren Rand das ganze Schwarz zu umranden. Mit eigentlich die Farbe mit relativ viel Wasser verdünnt. Und dann nehme ich mir eine weiße Farbe. Und vermische das Ganze so ein bisschen. So, dann, wenn dieser Farbton fertig ist, nehme ich mir wieder frische weiße Farbe und arbeite mich so immer weiter von außen nach innen, dass es immer heller wird nach innen hin eben. So, jetzt merke ich schon, hier oben ist mir das Ganze auf jeden Fall zu hell, aber ich lasse es jetzt erstmal trocknen und kümmere mich dann gleich nochmal darum, das ein bisschen nachzudunkeln. Ich mache es erstmal hier weiter, bevor das ganz trocknet, das Schwarz. Wieder mit Weiß das Ganze vermischen. Zwischendurch mache ich immer meinen Pinsel sauber. Ich habe die schlechte Angewohnheit, dass ich das einfach an meinen Anziehsachen abwische. Wenn ihr schlau seid, nehmt ihr euch einfach ein Tuch oder sowas. Aber das hat bei mir nicht lange angehalten. So, dann wieder ein Weiß. Okay, das ist fürs Erste in Ordnung so. Ich überlege später, die Augen, also die Schattierung quasi auch in dem Blau zu machen, wie der Hintergrund. Aber das kann ich ja hinterher noch nachholen. Jetzt geht es erstmal um die Grundschattierung der Form des Auges. Also ein Augapfel ist ja rund, das heißt, das soll auch rund wirken. Und das kriegt man eben durch die Schattierung ganz gut hin. Oder nur durch die Schattierung. So, hier auch wieder mit Schwarz umranden. Und dann mit Weiß vermischen. Nehme ich hier mal direkt ein bisschen mehr Schwarz. Es muss auch am Anfang gar nicht also perfekt sein. Die Details kann man dann immer hinterher sehr gut noch mit einarbeiten. Deswegen macht euch da keinen Druck, dass direkt der erste Pinselstrich
perfekt sein muss, das ergibt sich dann im Prozess und umso länger ihr daran arbeitet, umso detailreicher und feiner wird das Bild. So, ja, hier ist es schon sehr dunkel. Mal gucken, wie sich das, wie das dann wirkt. Ich hatte übrigens auch mal überlegt, so Livestreams zu machen. Aktuell habe ich noch nicht das passende Equipment dafür. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich mir in Zukunft auch gut vorstellen könnte. Einfach einzelne Details malen, ein bisschen was dazu zu erklären, ein bisschen quatschen. Mal sehen, was sich so ergeben wird. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. So, hier beim Verblenden. Ich benutze, wie ihr seht, die ganze Zeit denselben Pinsel, aber ich mache ihn halt zwischendurch immer sauber an meiner Hose. Und gehe dann quasi, wichtig ist, dass man verblendet, ohne dass man Farbe am Pinsel hat. Hier nehme ich jetzt wieder frisches Weiß, vermische das wieder. So, ich lasse das jetzt erstmal so an den Sklerum und kümmere mich erstmal um die Iris. In echt hat Brian Whittaker so schon bläuliche Augen, aber ein bisschen dunkler. Aber fürs Bild möchte ich die eben sehr extrem hell haben. Also mische ich mir das mal eben. So, ich habe mir jetzt hier unten dieses helle Türkis gemischt. Das wird meine Grundfarbe sein. Ich weiß, es gibt so eine Redensart, die sich nennt Clear the Palette, also dass man immer darauf achten soll, dass man mit einer neuen, cleanen Palette beginnt, Farbpalette. Aber ihr seht, das hat sich bei mir absolut nicht durchgesetzt. Ich schichte die Farben bis 3 Meter Dicke, also ja. Aber naja, ich komme auch so klar. Da muss jeder eh seinen eigenen Weg finden. So, fange ich mal hier an. Erstmal nochmal zu übermalen. So, für das Highlight. Und jetzt hier wieder Weiß ins Spiel. Bei der Iris ist es auch so, dass ihr müsst euch vorstellen, hier ist ja das Augenlid und das wirft eben von hier oben nach unten Schatten. Das heißt, diese beiden Ecken sind meistens schattierter. Und eben auch die äußeren Kreise schattierter, einfach weil die Iris ja auch eine Rundung hat. Und somit ist die Mitte hier, die im Vordergrund ist, heller und der Rand dunkler, allein von der Form her. Und das hier ist eben oben dann immer der Schatten, der vom Augenlid geworfen wird. Das versuchen wir jetzt mal hier zu malen. Das heißt, ein bisschen Weiß hier in die Mitte. Mir noch nicht extrem. Ich mische das mal mit so ein bisschen Gelb vielleicht, dass das so ein bisschen interessanter wirkt. Am Ende die ganzen Details, die man einarbeitet, das macht sowieso am meisten Spaß. Da kann man sich dann richtig austoben und so Highlights setzen und das ist immer das, was mir am meisten Spaß macht. So, hier habe ich so ein bisschen Gelb mit eingearbeitet, dass das sich eben ein bisschen mehr abhebt. Und jetzt kommt die Schattierung an den Rändern. Jetzt nehme ich hier ein dunkles Blau. So, auch hier wie gesagt die Schattierung des Augenlids. Dann um die Pupille ist es meistens auch ein bisschen dunkler, das heißt, ich mache hier auch schon mal ein bisschen dunkel hin. Und eben die Ränder. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Ihr seht, wie grob das aussieht und eigentlich wie total billig.
Und dann verblende ich das Ganze hier wieder wichtig mit einem sauberen Pinsel. Dann arbeitet man sich langsam hier immer von außen nach innen weiter vor. Hier muss ich doch bis zum Rand gehen. Wichtig ist, dass ihr ganz, ganz feine, leichte Bewegungen mit dem Pinsel macht. Verblenden, Pinsel abwischen und wieder verblenden. So mache ich es. Da braucht man halt seine Geduld für. Das erklärt auch, warum so Bilder halt auch ihre Zeit kosten. Weil man für diesen Schritt sehr lange brauchen kann mit dem. So, jetzt nehme ich wieder etwas von der helleren Farbe und lege die hier drüber. Das ist jetzt erstmal schon gar nicht so schlecht. Ich werde das jetzt erstmal so lassen und trocknen lassen. Und dann kann ich das später noch weiter bearbeiten. Das ist auch immer ganz wichtig. Man kann eben nicht immer alles auf einmal machen, sondern muss manchmal auch ein bisschen abwarten. Jetzt gehe ich hier mal zur Pupille. Sorry, mein Stuhl knarzt. Wie nennt sich das? Keine Ahnung. Ist einfach laut und nervig. Aber zumindest habe ich jetzt mal einen Stuhl. Bis vor kurzem habe ich ihn noch auf dem Boden gemalt. Also ist das auf jeden Fall ein wichtiges Upgrade. Okay, ich lasse es erstmal so. Nicht wundern, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber vertraut mir, das wird. So, ich zeige euch einmal den Vergleich kurz und weiter weg. Das ist jetzt die erste Bearbeitungsphase quasi. Dann seht ihr schon den Vergleich zwischen den beiden Augen. Macht schon was aus, wenn man das dann so weiter weg betrachtet. So, aber ich will das auf jeden Fall noch heller haben. Das werde ich dann aber gleich noch machen. Ich werde jetzt das zweite Auge genauso gestalten, dann aber jetzt im Schnellablauf. Und dann hole ich euch nochmal dazu, wenn es zur zweiten Bearbeitungsphase geht. So, das ist jetzt erstmal das zweite Auge. Das habe ich jetzt ein bisschen heller gelassen, direkt von Anfang an. Einfach um zu schauen, was mir dann vielleicht besser gefällt. Und ich finde sogar, dass mir vom Grundgedanken doch das linke etwas mehr gefällt. Also jetzt von uns aus gesehen links. Aber mal gucken. Ich lasse es jetzt erstmal trocknen und werde gleich dann weiterarbeiten. Wobei von Weitem, ja, es hat beides was. Wir schauen gleich. So, dann geht es jetzt erstmal zum Mund. Wobei, hier doch, zum Mund. So, dann geht es quasi immer weiter in die Details und Feinarbeit. Also diese feine Ausarbeitung. Genau, die Schattierungen nochmal nachzeichnen. Die Augenbrauen habe ich nochmal angepasst. Und die Wimpern und die ganze Augenpartie nochmal ein bisschen detailreicher gestaltet. Und jetzt dann will ich natürlich mal die Haare überarbeitet. Das ist auch etwas, was mir eigentlich immer super viel Spaß macht. So diese verschiedenen Haarstrukturen und Texturen irgendwie herausfinden, wie ich das malerisch darstellen kann. Wenn man meine Videos langsam ablaufen lassen würde, sähe das die ganze Zeit so aus. Genau, jetzt kommt gleich nochmal die Augen. Ich glaube, da rede ich auch nochmal ein bisschen. Jetzt geht es an die zweite Schicht.
Und ich habe schon in meinen vorherigen Videos erwähnt, dass das alles eine, dass so ein sauberes Ergebnis alles eine Frage der Schichten ist. Und ihr werdet gleich sehen, dass ich mein Versprechen halten werde. Und dass alles einen Sinn hat, was ich hier mache. Übrigens möchte ich mich entschuldigen, wenn meine Tonqualität und alles noch so schlecht ist. Ich bin natürlich noch am Anfang, habe noch nicht so das perfekte Equipment und das kommt jetzt alles nach und nach, dass ich natürlich mir auch ein Mikrofon hole, eine anständige Kamera. Seid da noch gütig, ich bin dran, dass das natürlich alles nach und nach kommt. So, jetzt geht's gleich schon in den Hintergrund. Das, so finde ich, wirkt das Ganze noch ein bisschen platt, so ein bisschen eindimensional. Und ich möchte eben den Hintergrund ein bisschen mit dem Körper einarbeiten, dass das einfach ein bisschen interessanter wirkt. Und man auch so, ja, die Blicke schweifen lässt, von links nach rechts, von oben nach unten. Dass es immer was Neues zu entdecken gibt. Und so gefällt mir das halt schon richtig, richtig gut, wie man sehen kann. Bisschen Selbstlob darf ja auch sein. Nein, aber währenddessen, das ist einfach so ein cooles Gefühl, wenn Dinge so klappen, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Oder vielleicht sogar noch besser herauskommen, weil irgendwelche Zufälle dazu führen. Hier wieder mein Klassiker. Ich setze schon meine Unterschrift und danach ändere ich aber doch noch Dinge. Hier dachte ich schon eigentlich, okay, das gefällt mir ganz gut, ich lasse es so. Aber dann dachte ich mir, okay, irgendeine Farbe fehlt mir dann noch. Ich möchte da noch ein bisschen mehr Dimension reinbringen. Also habe ich etwas Rot reingemischt. Könnt mir ja mal sagen, ob ihr das gemacht hättet oder ob ihr das Ergebnis vorher schon ganz cool so fandet. Und ja, das ist das fertige Ergebnis. Sagt mir, wie es euch gefällt. Ich finde es super, super nice. Ich liebe dieses Bild jetzt schon und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Lasst mir gerne euer Feedback da. Ich mag selber nicht so zu betteln, aber es wird mir unglaublich helfen, wenn ihr mir ein Like da lasst und vielleicht ein Abo und ja, würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!